Das ist die schöne Stadt Dornbirn im österreichischen Vorarlberg. Hier steht das Panoramahaus mit genau 11 Stockwerken. Die sehen alle genau so aus wie hier die 9. Etage. Aber heute bauen wir die 9. Etage mal ordentlich um. Ja, wir ziehen Trennwände ein, genau neben der Aufzugstür. Erstmal eine links vom Aufzug und da kommt schon mal keiner mehr durch. Super Jungs, fertig. Oh, wir haben ja was vergessen. Wir brauchen ja noch eine Wand. Und die zweite Wand macht dann die andere Seite dicht. So, fertig. Was heißt hier fertig? Solche Wände brauchen wir auch noch in der 7. Etage. Oh. Auch im 7. Stock geht's dann nur noch von Aufzugtür zu Aufzugtür. Jeder Weg ist versperrt. Mal sehen, wie unsere Opfer damit klarkommen. Das sind Handwerker, die was liefern oder ausmessen sollen, und eine junge Frau, die zu einem Vorstellungsgespräch muss. Ja, Sie werden schon sehnsüchtig erwartet in der 11. Etage. Kommen Sie bitte mit. Dort wartet Lockvogel Olli. Aber ob Sie je da oben ankommen? Mal sehen. Es geht aufwärts. Der Schreiner macht schon die nächsten Termine. Die junge Frau checkt ein letztes Mal ihr Aussehen. Aber was unsere Opfer nicht wissen, wohin die Fahrt geht, entscheidet einzig und allein unser Techniker auf dem Dach des Fahrstuhls. 7. Etage. Zur Weiterfahrt in die 11. Etage benutzen Sie bitte den Aufzug gegenüber. Hallo. Oh, alles klar. Servus. Servus. Schönen Tag. Alles klar. Well. Aber auch der andere Fahrstuhl wird natürlich von uns gesteuert. Zur Weiterfahrt in die 11. Etage benutzen Sie bitte den Aufzug gegenüber. Und schon geht's wieder nach unten. Zusätzlich tauschen wir auch noch die Etagenschilder aus. Ich bin jetzt an der 11. Etage. Zur Weiterfahrt in die 11. Etage benutzen Sie bitte den Aufzug gegenüber. Ihr leckerchen Tomat! Ja, Notfalltelefon? Ja, hallo, ist der Liftboy. Wo sind Sie denn bitte? Komm einfach rauf, Liftboy, hin oder her. Aber schauen wir rauf zum 8. und gehen wir weiter oder lassen wir es. Oder ich warte ein bisschen, trinke ein Bier. Und wo wollen Sie hin? Ja, auf die 11. normalerweise. Und ich bin in der 11. und warte auf Sie. Dann hast du mich irgendwann einmal überholt auf der 11. Auf der Tischten. Ja, hallo? Hallo, hier ist der Liftboy. Sagen Sie mal, wo sind Sie denn jetzt? In der Sperretage. Schauen Sie, es gibt eine Taste mit 11. Ja, 11. Und dann haben Sie wahrscheinlich zweimal die 1. Nein, ich habe nicht zweimal die 1. Ich drücke immer die oberste Taste, die 11. Doch die ganze Zeit schon. Also Sie müssen nur die 11 drücken. Ich drücke nicht 1 und 1. Ich drücke die ganze Zeit schon nur die 11. Nur die 11? Ja, und das führt mich immer so. Und da steht ja Sperretage, 11. Etage, laufen Sie links. Ja, hallo, hier ist nochmal Bickel vom Panoramahaus. Haben Sie sich ein kleines Päuschen erlaubt? Wir warten immer noch auf Sie. Ja, ich bin schon seit einer halben Stunde, fahre ich hier Aufzug. Der Aufzug kommt überall raus, bloß nicht in der 11. Ich habe sogar fotografiert. Etage 9¾. Zur Weiterfahrt in die 11. Etage benutzen Sie bitte den Aufzug gegenüber. Erstmal, Mensch, ist aber ein Abenteuer. Haben Sie vielleicht auch minus 1 gedrückt und dann was abgezogen? Nein, gar nicht. Nur die 11. Ich wusste jetzt nicht. Ja, okay, also jetzt sind wir zusammen und jetzt machen wir die 11. 9. Etage. Hallo, was ist denn? Da geht's denn hier? Ich habe jetzt jedes Stockwerk abgesucht nach Ihnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie jetzt 45 Minuten hier Lift fahren. Ja, wirklich. Und ich habe immer nur die 11 gedrückt. Ich bin auch schon am Verzweifeln. Das gibt's doch nicht. Dann drücken Sie mal die 11 und wir fahren jetzt mal mit. Okay. Ja? Das möchte ich aber auch mal sehen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft.
11. Etage. Zur Weiterfahrt in die Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Benutzen Sie bitte den Aufzug gegenüber. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß?